Welti, England ist recht rasant ins Spiel gestartet. Ihr habt noch 5 Minuten, aber das Rezept gefunden, um sie aufzuhalten. Was war das Rezept? Defensive Kompaktheit. Ich glaube, dass wir nicht alles können verhindern können. Heute war klar gewesen, von Anfang an, sie haben grosse individuelle Qualität. Wir haben nicht alles können stoppen, aber wie gesagt, wir mit einer geschlossenen Teamleistung in Defensive recht lang genug haben. Wie haben Sie das Duell, direkte Duell mit Frank Kirby gesehen heute? Ja, also ich würde lügen, wenn ich würde sagen, ich bin heute auf einem Top-Level gewesen. Ich habe sicher 2 Kämpfe verloren, wo ich lieber gewonnen habe, aber ich war noch nicht ganz so spritzig gewesen. Aber ich glaube, wir haben insgesamt das Kollektiv einfach gut verteidigt und haben Frank Kirby und die anderen individuellen Klassikspielerinnen gut können stoppen. Auch nach vorne ist heute viel mehr gegangen als gegen Deutschland. Was ist dort der Schlüssel, ausser Ihre Fähigkeit, sich gerade zu drehen und das Spiel nach vorne zu bringen? Ja, Qualität im Vorwärtsspiel. Ich glaube, gegen Deutschland haben wir kaum 3-4 Pässe aneinander spielen. Heute haben wir wirklich die Ruhe gehabt, von hinten raus, wenn wir Räume gesehen haben, einen konstruktiven Spielaufbau zu machen. Und dann hat man gesehen, dass auch England hinten Schwächen hat. Schade, dass wir nie eine Chance haben können nutzen. Aber ich glaube, wenn Qualität stimmt bei uns, wir haben offensiv Qualität, dann hat man heute gesehen, dass wir zu Chancen kommen. Als Captain bringen Sie im Spiel dem Team extrem viel. Neben dem Spiel auch, aber wie können Sie das noch verbessern, dass eben ein Spiel, wo Sie nicht dabei sein können, trotzdem die Lia-Welt hier oben ist? Das ist noch schwierig. Also ich versuche natürlich mit meiner Präsenz oder meiner Erfahrung den Spielerinnen zu helfen, egal ob ich auf dem Platz stehe oder nicht. Wenn ich etwas sehe, was wir verändern können, was uns hilft, das Team, dann spreche ich das an. Aber andererseits, ich glaube, wenn man selber nicht auf dem Platz hat, ist es viel schwieriger, Einfluss zu nehmen. What part of the England game did Switzerland help improve tonight? I think at times, you know, there was a bit of a higher press, but then at other times it was more of a lower block. So then it was about our patience, you know, breaking the block down and waiting for the opportunities to attack. I think second half we did that really well. We increased our intensity and then, we got the goals and the right moments to go forward. Was this 4-0 good omen for the start in a few days? Yeah, definitely. I mean, any goal you want to go in the back of net, you're always proud of. So to be able to get 4 and, you know, different scorers on the score sheet as well, it's good team development. Ich habe das Gefühl, dank dem Wechsel, den es gab, jetzt im definitiven Aufgebot, sind sie um einiges wichtiger geworden und weiter aufgekommen in der Hierarchie. Hat man auch die Spielzeit gesehen? Wie sehen Sie das? Also nicht ganz so. Es ist halt so, eben in den letzten Jahren, ich bin auch ein bisschen auf beiden müssen spielen, beim Servette und auch in der Nationalmannschaft. Es ist auch so, dass wir bei den Qualifikationen spielen, bin nicht immer 100% fähig war und das ist schon normal. Und ich denke, ich habe jetzt eine gute Vorbereitung gemacht und mal schauen, nachher ist die Trainerentscheidung. Und wer so in Form ist, kann man immer noch nicht glauben. Hören Sie wirklich auf? Ja, also ich höre wirklich auf. Also, es ist mal Zeit. Also, ich bin auch nicht mehr die Jüngste. Es kommen auch gute Jungen hinten dran. Und ich spüre, dass ich körperlich nicht mehr so ganz viel geben kann. Und was ist jetzt das Gefühl für das Turnier in England? Ja, eigentlich ein gutes Gefühl. Also, wir kommen mit viel Enthusiasmus. Und wir haben nicht zu verlieren in der Gruppe, wo wir sind. Und wir müssen eben schon bei den ersten Spielen parat sein und gute Resultate holen. Beth, what aspect of your game did Switzerland help improve tonight? I think they were quite solid defensively. We had to learn to be more patient in and around the block. They had a good defensive shape, so we had to work quicker switches to shift and move players, and I think we managed to do that quite well at times. Nils Nielsen, was hat heute denn besser funktioniert als gegen Deutschland? Ja, fast alles eigentlich. Wir haben eine bessere Struktur defensiv, wir haben viel bessere Kommunikation. Am Ende war es fast dasselbe, dass wir haben ein bisschen unsere Komposition als Mannschaft verloren. Und das war schade, sonst wäre es vielleicht 2-0 und das wäre ja ein besseres Resultat. Aber es ist so, es ist wie es ist und dann spielen wir jetzt um Punkte und dann ist es etwas ganz anderes. Wie bitte? Nils, hat Serena Friedli, die Torhüterinnenfrage, heute wieder aufgeworfen? Das habe ich nicht verstanden. Hat Serena heute wieder die Torhüterinnenfrage aufgemacht? Welche Frage? Wer die Nummer 1 ist? Serena ist ein super Torhüter, aber es ist keine Frage für mich.